Willkommen zu einem weiteren Video. Heute werde ich die ATI aus Public V5 Shockwave in die 1.12 umbauen. So, dann fangen wir mal an. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Ja, also das ist hier die Kanone aus P45 Shockwave für die ATI. Ja, die Kanone könnte ich auch downloaden. Da habe ich nämlich mal ein Public Pack rausgepackt. Das werde ich euch gerade mal unten in den Info. Ich meine natürlich den Media-File-Link verlinken, das könnt ihr euch dann downloaden und natürlich selbst umbauen, weil von dieser Kanone wird es keinen Download geben. Die könnt ihr jetzt mit im Video umbauen. Das ist jetzt nicht allzu viel. Und hier habe ich die nämlich auch schon mal umgebaut gehabt. Und die wird es auch erst, also die kommt dann in den P4.6, das ist Public 4.6, das ist gerade im Bau. Dort wird es dann auch mit zum Download geben, aber aktuell werde ich die einfach live umbauen. Und wenn ihr die haben wollt, müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Lässt euch am besten, wenn ihr mitbauen wollt, schon mal die Kanone und dann passt gut auf. Ja, es gibt nämlich nicht zu viele Änderungen, die durchgeführt werden müssen. Also, es ist wie gesagt einfach eine normale 24-ATI, die werden wir jetzt umbauen. So, wir haben jetzt erstmal das Wasser weg und die, die sich wahrscheinlich schon ein bisschen mit der 1.12 auskennen, wissen, dass es ein bisschen so wie die 1.7 ist, also ein bisschen Sachen verändert wurden. So, also als erstes Mal machen wir die Auflageplugin weg und setzen Braustände hin. Und weil es glaube ich gerade ein bisschen nervt, können wir auch gerade mal den Lauf wegmachen, das ist glaube ich deutlich ein bisschen einfacher. So. Ja, und ich kann nur sagen, es wird heute oben keinen Infocard-Link geben, also keine Abstimmung für ein Video, was nächste Woche kommt, weil ich dann im Urlaub bin und dann erstmal ein paar Videos vorproduziere und es wird es dann irgendwann wieder geben natürlich, aber aktuell erstmal nicht. Okay, ja. Und außerdem, also die Wasserquelle werden dann hier vorne gleich gesetzt. Das ist einfach nur, weil es einmal komplett umgebaut wurde und sonst backt das rum und passt nicht richtig. Okay, also die Braustände sind hier, den Rest können wir erstmal so lassen. Und die Wasserquelle kommt dann hier, das hatte ich ja schon gesagt. Und wir brauchen insgesamt 6 Treibladungen. Wir machen nämlich 4 auf dem Boden und 2 an die Decke. Ebenso brauchen wir eine Pistenkompri, die werden wir jetzt als nächstes einbauen. Ja, ich habe lang probiert, mit einer ATI, um eine relativ mehr oder weniger funktionale Artilleriekanone zu finden. Aber das ist, finde ich, so das eine der besten Prinzipien meiner Meinung nach. So, den Pisten hier unten können wir auch schon mal wegmachen. Nicht den Pisten, sondern die Repeater. Das können wir wieder dazu machen. Und hier haben wir die Pistenkompri. Also, am Ende ist dann hier unten erstmal 4 TNT und 2 TNT kommt gleich oben an die Decke. Ja, also die 4 kommen am Boden, die Wasserquelle von hier, das machen wir gleich. Und dann können wir das hier gerade mal ein Stück aufgriefen. Und zwar müssen wir das relativ einfach vom Umbau her. Zwar setzen wir hier einfach diesen einen Repeater und hier. Also die sind ja schon da, die stellen wir einfach hoch. Das kann weg. Aber wir müssen natürlich auch noch hier unten die die Treibladung ansteuern. Weil auch hier ist es nämlich bis jetzt noch nicht, da muss nämlich jetzt auch hier nochmal eine Ansteuerung hin. Wir werden das gerade auf beiden Seiten umbauen. Ihr könnt es auch nur auf einer Seite umbauen, die Kanone ist flippbar und könnt es dann so machen, das ist relativ egal. Ja, was davor für die Treibladung war, ist jetzt hier für die Pistenkompri. Hier mit den Glas ist wirklich die beste, meiner Meinung nach, Idee, die man so benutzen kann. Falls ihr irgendwelche andere Möglichkeiten habt, wie ihr eine bessere 24-Artibot, könnt ihr es mir gerne mal schreiben. So, dann setzen wir nämlich hier, weil hier unten ist schon das Redstone. Und das power dann nämlich hier diesen Repeater und der power dann da unten die Treibladung. Das passt dann nämlich auch schon, dann haben wir das nämlich schon angesteuert. Können wir das gerade wieder zumachen und können auch schon wieder Treppen entsetzen. Ich glaube, ich werde die Kanone dann auch flippen, das ist wahrscheinlich doch am einfachsten. Und so, das hier kann, also die Kanone wird nachhinein immer noch die den Artischild-Killer haben, der kann drin bleiben. Ja, und jetzt sind wir schon relativ weit. Also erstmal zur Sicherheit werden wir den hier auf 3 Tick hochstellen. Das ist einfach nur, weil es nicht so schnell ausfahren darf in der 1.12. Es ist so, wie ich getestet habe, es könnte sein, dass ihr die noch ein bisschen schneller bekommt, aber natürlich könnt ihr die Kanone auch gerne selbst umbauen. Okay, also flippen tun wir gleich. Und jetzt müssen wir ein bisschen was hier am Delay ändern. So, weil ihr seht hier, aktuell wird, wenn hier, das ist hier, ist das Delay vom Artischild-Killer. Und aktuell wird es dann hier mit die Treibladung powern vom, einfach die Treibladung mit powern. Das heißt, wir müssen das mal ein Stück wegmachen. So. So, weil wir bewegen jetzt diese, hier ist Redstone einfach mal eins nach hinten, also jetzt hier nach vorne, egal wie ihr seht. Und damit hier nicht die Treibladung hier sind gepowert werden, müssen wir das gerade nochmal in eine andere Richtung ablenken und setzen deswegen hier nochmal einen Repeater hin. So. Hier ist also hier. Und dann nämlich einfach hier der Pisten runter. Okay, jetzt greift es doch weg an. Aber hier kommt dann der Pisten runter, damit es an- und ausgehen kann. Und dafür setzen wir jetzt einfach noch einen extra Repeater hin.
So, das kann hier wieder zugemacht werden. Hier können wir auch noch einen Repeater hinsetzen. Zu der Einstellung muss ich halt nochmal nachschauen. Okay, so, weil die habe ich jetzt natürlich auch nicht komplett im Kopf, aber ich glaube, das dürfte klar sein. Und dann werden wir auch gerade hier schon nochmal die... Ja, gucken, wie wir es hier waren. Also hier, diese Repeater müssen vier... Diese vier müssen alle voll sein, okay. Weil hier die Repeater-Einstellung kann ich gerade auch nicht auswendig so. Okay, den müssen wir noch voll machen. Also die beiden Repeater müssen wir noch voll machen. So, und dann war das eigentlich schon der Umbau. Wir gehen gerade wieder nach oben. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen vorbereitet, dass ich genau ungefähr weiß, was umgebaut werden muss. Dann geht es auch relativ schnell. Und sonst ist das jetzt hier schon der komplette Arti-Umbau. Wir können die Kanone gerade mal flippen und dann testen wir die auch gleich nochmal. Aber sonst, ich hoffe einfach mal, dass ihr gut mitgekommen seid. Falls ich irgendwas vergessen habe, bleibt einfach kurz dran. Dann werde ich gleich nochmal die Kanone, wie gesagt, testen. Ich habe ja schon Testblocking gemacht und dann sehen wir das ja. Und genau, ich habe noch was vergessen. Und zwar braucht die Kanone noch Deckentreib. Die kommen hier oben hin. Die vergesse ich auch immer oft zu beladen, aber die brauchen wir natürlich. Und was wir auch noch wegmachen können, ist hier der Signalverlänger, weil der bringt nichts mehr, weil wir die Treibladung anders angesteuert haben. Nicht die Treibladung, ich meine, weil wir jetzt unten die Pistenkompris haben. So. Das hier kann nämlich deswegen komplett weg. Ihr könnt es auch drin lassen, es bringt euch aber so genauso rein gar nichts. Okay, und jetzt kommt hier noch die obere Treibladung, das ist relativ einfach angesteuert. Hier kommt auch nochmal Redstone hin. Und hier muss einfach ein Repeater auf 3 Tick. Ich kann euch gerade mal auch zeigen, wieso. Weil hier haben wir 1 Tick, 2 Tick, 3 Tick. Also 3 Tick, bis die Treibladung angesteuert werden. Und dasselbe machen wir auch hier oben. So, das decken wir einmal nach hier. Relativ einfach. Und hier oben nochmal hier rot hin, dass man weiß, dass man da beladen muss. Und dann, wenn es doppelt aus wäre, ich hole gerade nochmal das Wasser. Ich bin mit der 1 und 12 Minuten nicht ganz klar. Und hier das Wasser hin. Treibladung belegt man hier oben 2 und hier und dann passt es auch. Hier können wir nochmal Teppich drauflegen und dann würde ich sagen, testen wir es mal. So, also übrigens, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gemacht habe, man muss nämlich hier auch zweimal auf jeder Seite müssen hier hebeln. Ich glaube in der Download-Version oder auch am Anfang weiß ich jetzt nicht genau, was in der Knöpfe, aber ich brauche auf jeden Fall Hebel. Ja, dann testen wir mal, das passt. Und wenn das jetzt so aussieht, passt es auch. Und würde ich sagen, dann testen wir sie mal. Ich habe die Kanone mir gerade schon kopiert. Und ich glaube, hier drüber laufen, das dürfte auch kein Problem sein. Okay, und dann würde ich sagen, nehmen wir auch gerade mal hier gleich die Projektile mit. Also den Lauf, den könnt ihr dann selbst so einbauen. Das lasst ihr euch selbst, weil ihr habt jetzt schon eine Kanone, die ihr umbauen könnt. Deswegen könnt ihr es auch selbst machen. So, wir legen gerade das mit den Artischild-Kill rum, weil ihr seht ja, ich habe da schon Artischild hingebaut. Und dann feuern wir mal ab. Und wird für gezündet. Perfekt. Ja, das passt. Können vielleicht noch ein bisschen weniger Delay haben. Ja, okay, also machen wir, würde ich sagen, doch noch einen Tick runter. Wenn das kann, einfach mal hier 4 drauf und hier 5. Dann müssen wir hinten nicht unten rein. Und hier auch 4 drauf und hier 5. Das heißt, das hat einen Tick weniger jetzt. Okay, das passt. Und dann schießen wir auch mal. Feuer. Perfekt, dann ist es auf. Sonst könnt ihr den Artischild natürlich noch nach Belieben selbst einstellen. Aber das ist ja gar kein Problem. So, fallen wir jetzt gerade nochmal ab. Dann werden wir noch einmal normal im Artischild, nicht im Artischild, wir könnten natürlich normal Artimus schießen, dann passt es auch. So, jetzt sollten wir das hintere Artischild kriegen, was noch da steht. Perfekt. Ich habe ja gerade auch schon mal 2 hingebaut. So, dann machen wir den Artischild-Killer aus. Und noch die Deckenteile, die darf man wirklich nie vergessen, weil ich vergesse die gerne mal. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich in PV6 dann auch ein Schild dran. Und dann schießen wir mal. Das Delay passt. Genau, dann schießt hier schön hin. Ein Zweitschuss können wir gerade nochmal machen. Also es ist wirklich so, vom Arti her den besten Modus, den ich gefunden habe. Diskutiert sich erstmal hierher, ist natürlich auch super. So, ein Schuss noch und dann passt es auch. So. Feuer. Ja, das passt doch. Klar, wir müssen ein paar Schüsse machen. Und ich finde, der Damage ist eigentlich schon richtig nice. So, und das war es eigentlich auch schon mit dem Arti-Umbau. Ich kann euch hier gerade nochmal kurz stoppen, zeigen, wie es von der Seite aussieht. Ich kann auch gerade nochmal in den Game Mode 3 hier reingehen. Also einfach hier die beiden Repeater habe ich hochgestellt. Habe hier auch einen Repeater hingesetzt. Das ist hier leicht abgeändert, das könnt ihr im Video sehen. Das Einzige, wenn ihr am Anfang gut mitgekommen seid, dann nur noch unten diesen Repeater umstellen, wie ihr Artischild können. Selbst sonst könnt ihr es auch so lassen, wie ich es davor gebaut habe. Und das war es eigentlich auch mit dem Video. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, unten ist nochmal der Media-Verlink, da könnt ihr euch das Public Pack downloaden. Nehmt euch einfach die Arti und baut sie so um, wie ich sie gemacht habe.
Ja, das ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns dann Mittwoch wieder zu einem weiteren Video. Ciao.